Ja, mein Name ist Hansa Wiskirchen. Ich lebe seit 14 Jahren hier in Berlin und habe dann direkt erstmal mit einem Salon Hansa begonnen. In Berlin auf der Kastanienallee über dem Café Schwarz-Sauer und bin dann in immer wieder andere auftauchende Location gewandert. Und jetzt habe ich das große Glück, hier im Turm von St. Agnes den Salon Hansa zeigen zu dürfen und bin auch angetan von dieser super tollen Architektur. Das sind Jungs hier, K und F nennt sich Konrad Fischer, das ist ein Künstlerduo. Das ist der super tolle Leo Neumann, der eigentlich für die Volksbühne die Poster gemacht hat. Und ich habe mir das gewünscht, dass er eins für uns mal macht und ich bin einfach begeistert. Also diese kleine feine Installation ist von Vince Tillerson. Auch Thomas Tipp Klasse finde ich eigentlich ganz hübsch, dieses kleine Opening hier unten. Ist wie so ein Separé eigentlich. Zum ersten Mal durfte ich auch jetzt hier den Thomas Zipp mit einer großartigen Arbeit vorstellen. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Altar eigentlich. Und das mag ich, diese Wand. Und dazu rechte Seite ist Olivia Berkemeyer mit einer Bronzearbeit. Darüber schwebt eine Arbeit von Pia Dehne. Das Foto selber ist auch vom Thomas Zipp. Diese wunderbaren Pornblumen, also das sind gearbeitete Blüten aus Pornoheften gebastelt und irgendwie très charmant, man sieht halt nichts auf dem ersten Blick. Die Arbeit hier unten, das totgefahrene Tierchen, ist von Markus Wittmers aus dem Milchhof, der auch mit anderen Skulpturen schon großes Aufsehen erregt hat in Berlin. Daneben dieses gemischte Wesen ist eine Arbeit von Sylvester Engbrox aus Paris. Femme fatale, sage ich da nur noch zu. Jo, und dann kommen wir hier weiter zu einer Arbeit von Janik Riemer, den ich sehr schätze als Zeichner. Und ja, wunderbare Arbeit, dieser Lichtkasten. Das ist ein Diorama, als eine Arbeit von mir selber. Und das ist eine Hommage an Iggy Pop. Und eigentlich soll es so eine Art White Cube sein fürs MoMA in New York, also in klein und für mich. Gut, das ist ein Foto von Pola Sieverding. Da hatte ich mir eigentlich einen Film mir gewünscht. Das hat aber irgendwie nicht klappen sollen, weil es auf einer anderen Show gezeigt wurde, der Film. Und dann haben wir uns für dieses Foto entschieden. Ich mag das Foto sehr. Diese Construction ist von Jay Garten, ein junger Künstler aus Berlin, der aber auch andere Arbeiten macht, schraubt und baut, und zwar Musikverstärker. Das wird auch noch später in Betrieb genommen mit CDs und in vielen Ateliers bzw. Sammlungen ist dieses Musikwerk, was wohl parallel mit seiner Bildhauerei läuft, einfach dabei. Man sieht hin und wieder in den Studios stehen. Da freue ich mich immer drüber, weil das eine Quality hat und sowas Eigenständiges. Das ist eine gute Arbeit. Dann haben wir hier eine wunderhübsche Installation von Claudia van Kolwijk aus Düsseldorf. Claudia hat dieses Fotokleid gebaut und es ist so ein bisschen eine Hommage an unser liebgewordenes Europa. Und diese Treppe, unter der Treppe, ist praktisch so eine Art schützenswertes Momentum, weil Europa gerade zerbricht und hier braucht man praktisch nochmal so einen Schutzfaktor für Europa. Deswegen habe ich es unter diese Treppe gestellt. Die Wand selber ist mit verschiedenartigen Künstlern natürlich zusammengesetzt und also ich sehe es ja jetzt schon des Öfteren und ich finde, es funktioniert ganz gut. Diese wunderbare Arbeit ist von Armin Böhm aus Berlin, das ist ein alter Kumpel aus Düsseldorf. Das ist der kongeniale Gregor Hildebrand
Das ist die wunderbare Lea Pagenkemper, Moritz Schleime. Und hier bin ich ganz stolz drauf, dass wir eine Arbeit haben von Martin Kippenberger, der leider nicht mehr da ist. Aber das sind Originalfotos von 87, 89, muss auch hier irgendwo draufstehen. Und abgebildet ist Claudia Skoda, eine Punk-Mode-Ikone, sowas wie Vivienne Westwood in London, ist dann die Frau Skoda praktisch der Hero für Berlin. Hat auch Bands betreut, hat Bowie kennengelernt, ausgestattet damals. Und ja, das ist ein neues Künstlerduo aus Berlin, das nennt sich H&M, Heuschen und Mark. Christian Heuschen ist ein cooler Künstler und der Oliver Mark ist ein Fotograf und die beiden haben dann zusammen dieses Dada-Ding gebaut und haben sich da zusammengefunden und das funktioniert ganz gut. Christian Heuschen ist auch hier oben vertreten mit einer großartigen Arbeit mit dem Himmel und diesem ziemlich roughen Rot, was drüber gesprüht worden ist. Einfach eine super tolle Arbeit. Diese großartige Papierarbeit ist von Roy Victoria Heifetz. Auch schon mit Preisen überhäuft und sehr im Gespräch. Und ich finde, die Arbeit passt hier rein in diesen Turm, weil es ganz gut korrespondiert mit den anderen Arbeiten auch gegenüber. Rechts davon ist der Alexander Iskin. Das ist der Baum der Erkenntnis. Und dieser Mund, wo vorne halt diese Lippen zu sehen sind, ist von Aline Alagem, die kam oder ist aus Tel Aviv rübergekommen. Auf der Rückseite sieht man wunderbar das Universum dargestellt. Und das ist eine wunderbare Arbeit. Ich mag dieses schwebende Momentum und diese Leichtigkeit dabei, die hier ausgedrückt wird. Hallo. Dann haben wir hier eine Zeichnung von der Svenja Kree, die hat früher sehr große Papierarbeiten ganz rough dargestellt. Die ist jetzt noch feinstofflicher, noch filigraner geworden und diese Arbeit ist wirklich besonders prädikatwertvoll. Ingo Mittelstädt ist ein super toller Fotograf aus Berlin, der ziemlich lässig und intelligent daherkommt und dann einen Mensch darstellt, der wie eine wechselnde Figur daherkommt. Also man könnte es als hübsche Leiche auch bezeichnen, aber der Mann lebt. So, dann haben wir hier Sheila Kratami. Da spricht die Arbeit für sich selber. Dann gibt es den Michael Wutz. Das ist eine ganz feine Arbeit. Da bin ich auch ganz glücklich, dass der wieder mitmacht. Dann gibt es dieses Foto von Kira Bunse aus Paris. Das mag ich sehr gut leiden. Das ist dann so ein bisschen nicht eingerahmt. Es ist ein Knick drin, aber es tut der Arbeit keinen Abbruch. Es ist einfach ein super cooles Foto. Dann haben wir noch die Dominas vertreten. Das ist eine Vinylscheibe eben von besagter Claudia Skoda, die das in den 80er Jahren produziert hat mit einer Freundin namens Frau Müller. Diese Hemdkragengeschichte ist von Hanno Prinz. Und das kleine Format, rechte Seite, das Polaroid-Foto, ist von einem Bombenfotografen aus Berlin. Das ist der Meister Neumann, Christoph Neumann. Und dann gehen wir in eine feinstoffliche Ebene mit dieser Arbeit, Fotoarbeit von Annika Hippler, auch aus Berlin, die schon den Sexus Plexus bedient mit ihrer Arbeit. Und der wird aber erst auf dem zweiten Blick sichtbar. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich roughes Painting, ist sehr pastös und es hängt vielleicht ein bisschen zu hoch, aber auf einem gewissen Abstand kann man es dann schon erkennen, dass da irgendwie was Lustiges passiert. Insofern mag ich das. Das ist halt das Butterfly-Messer mit dem Butterfly selber. Eine Arbeit von Milan Till.
die ganz gut in diesem Kontext da zu den anderen Arbeiten ganz gut funktioniert, auch wenn es sich erstmal abstößt. Jo, dann gehen wir mal die Treppe hier hoch. Wir laufen jetzt direkt auf Stefanie Hillig zu, dass hier oben dieses Affentierchen, was leider etwas traurig daher schaut. Und sie ist aber auch parallel eine wirklich sehr, sehr gute Zeichnerin. Ihre Montagearbeiten sind wirklich sehr tricky. Und ich hätte ganz gerne eine Zeichnung gezeigt oder eine Papierarbeit mit einer Montage. Aber das Affenkind hat mich dann doch vom bisschen berührt, sodass das Tierchen dann sich selbst an die Wand kuratiert hat. Hier ist eine Arbeit von Mino Alexander, der kommt aus Leipzig mit den Schwämmen daher. Und rechts ist eine Arbeit von Christoph Löffler, der eigentlich sehr fein arbeitet. Das ist ein Painting auf Holz und es muss Wochen dauern, bis sowas überhaupt erstmal fertig wird. Und wenn man ganz nah ranschaut, dann sieht man auch diesen filigranen Pinselstrich. Von hier ist die Perspektive eigentlich ganz schön mit dem Baum der Erkenntnis. Da hat man jetzt nochmal eine andere Perspektive drauf. Und das Lichtobjekt hier ist von Thomas Zipp auch. Das war eine ganz hübsche Lösung, dass der A dieses Objekt zeigen durfte und wir dann Licht bekommen haben dadurch. Das Painting ist von Marc Grösser, der auch im Milchhof vertreten ist, eine Kulturinstitution am Prenzlauer Berg. Da ist der Marc Grösser so entspannt, dass seine Arbeit jetzt nicht unbedingt schweben muss oder soll, sondern ich habe es einfach mal so abgestellt, auch mit diesem Kabel, was er so da hinter seinem Bild daherläuft. Das finde ich alles ganz okay. Die Arbeit neben Marc Grösser, rechte Seite, die Spiegelfliesenarbeit, ist von Lukas Glinkowski, der so eine eigenwillige neue Schreibweise hat in seiner Bildsprache und hat sich dann mit Kachelnbildern hier durchgesetzt. Und das ist immer wieder neu, funny und spaßig. Rechte Seite ist ein Painting, ein Gemälde von Franziska Klotz, die ich auch schon lange an meiner Seite habe. Neben Moritz Schleime und neben Marc Grösser sind das so die ersten Leute, die im Salon in Berlin gezeigt worden sind. Dann gibt es hier eine Arbeit von Michael Cherubin. Auch eine sehr schöne Arbeit auf Leinwand. Dort geradeaus gibt es mit dem Vögelchen den Fritz Born-Stück, den ich sehr schätze. Ein absolut cooler Maler, auch aus Berlin. Und linke Seite ist ein Porträt von dem jungen Sid Vicious, in Klammern Sex Pistols, den Axel Geiss auf Leinwand gebannt hat, der aber merkwürdigerweise dem jungen Gregor Hildebrand ähnlich sieht. Und das ist natürlich wiederum der beste Kumpel von Axel Geiss. Vorsicht, hier ist mit dem Kopf zu schauen. Hier ist eine kleine Arbeit, da ist das Licht nicht an. Diese Installation in dieser Ecke ist ganz spannend, weil das nennt sich Welt am Draht. Diese Arbeit ist von Moritz Frey, ebenfalls freischaffender Künstler aus Berlin. Und entweder ist die Glühbirne weggeflogen oder irgendwie ein technischer Fehler. Ohne Licht ist sie nicht so nice, aber heute ist Finissage und ich wurde dahingehend jetzt gerade leider nicht informiert. Dann geht es in eine andere Ebene und zwar können wir hier so zwei leichte Arbeiten sehen von Marianne Hahn, die aber auch Videos produziert und Filme baut. Und ich habe mich aber für die zwei schwebenden Arbeiten entschieden, weil das ja dann doch ein spiritueller Ort ist oder war, zumindest war. Und dass die Geister da so hochschweben, irgendwie in diesen butterbrotpapierartigen Material, finde ich schon, hat irgendwas von
von abgezogenem Schweinefleisch oder ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen spooky, aber trotzdem okay. Dieser Sessel, der jetzt nicht so hoch belichtet ist, also nicht so gut beleuchtet ist, ist eine Arbeit von Sado Weinschlucker, Slacker genannt. Und der hat sich aber jetzt nicht darüber aufgeregt, dass es vielleicht nicht so super ins Licht gestellt worden ist. Der Mann ist entspannt dabei und freut sich, dabei sein zu dürfen. Geradeaus ist nochmal diese Formation KF. Das heißt Konrad Fischer, die zweite. Die Arbeit wurde gut besprochen, sie ist auch funny, sie ist lustig und sie hat auch so einen gewissen Deep und die Rahmung ist völlig Punkrock, völlig daneben und dadurch stärkt sie aber das Gemälde nochmal. Ich finde es völlig in Ordnung und rough. Links ist es eine Arbeit von dem Krötzinger Philipp genannt. Philipp Krötzinger ist so ein Hero der ersten Stunde aus Berlin. Das ist wirklich real Berlin Painting. Das macht Spaß. Das hat irgendwie, ja, so was Lustiges, Tragendes in sich, aber trotzdem dunkelschwarz dabei. Also so fröhlich, wie es schaut. Dann doch kommt man dann ins Grübeln und man entdeckt so kleine, feine Geschichten. Die Malerei, die schätze ich wirklich sehr von dem Philipp und es passt gut in diese gesamte Geschichte letztendlich. Abschließend haben wir hier ein Foto von Oliver Mark und Jonathan Mese ist dort abgebildet und Jonathan Mese thront im Kirchturm. Ganz entlassen und schaut auch nicht nach unten und nicht nach hinten. Er schaut schon fast nach oben. Also nach oben ist einfach alles offen. Das Universum steht frei für jeden anderen Künstler und alle anderen der freien Geister, die wir hier so haben in Berlin. Und ja, die Sicht von oben nach unten ist famos. Man kann teilweise Aufnahmen nehmen, wie die so escherische Momente festhalten. Mit diesen Stufen. Gehen Sie rauf, gehen Sie runter. Und ich bin ganz dankbar und happy, dass der Johann König mir diesen Space gegeben hat. König wollte nur die untere Ebene haben. Ich habe mich durchgesetzt und habe es bis oben hingehangen. Dadurch konnte ich mich dann mit der Architektur anfreunden und die Architektur zur Kunst führen oder umgedreht halt. Und ich glaube, es wäre schade, wenn ich mich da nicht so durchgesetzt hätte.